Hallo, wir sind die Reporter der Südpolshow auf 92,4. Ist es okay, wenn wir du sagen? Ja, aber selbstverständlich. Könntest du dich unseren Hörern kurz mit deinem Namen und deiner Aufgabe beim Film Ente gut Mädchen allein zu Hause vorstellen? Ja, also ich bin der Norbert Lechner und ich bin Regisseur und Produzent von Ente gut Mädchen allein zu Hause. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Publikumspreis des Filmfestivals in Montreal. Danke. Mit welchen drei Worten würdest du den Film beschreiben? Es ist ein Film über Freundschaft. Wenn man Ente gut hört, will man ja gleich alles gut ergänzen. Warum heißt der Film also nicht Ente gut, alles gut? Naja, da dachten wir, das kann sich jeder selber denken. Und deswegen haben wir als Untertitel Mädchen allein zu Hause gewählt. Lins Mutter lebt ja illegal in Deutschland. Kann es trotzdem ein Ente gut, alles gut für sie geben? Sie darf deswegen in Deutschland leben, weil irgendwann ein deutscher Mann gesagt hat, die Kinder sind meine Kinder, deswegen darf sie in Deutschland leben. Aber es ist nicht wirklich illegal. Findest du Happy Ends wichtig? Also für einen Kinderfilm finde ich Happy Ends schon wichtig. War Regisseur schon als Kind dein Traumberuf? Nicht wirklich, nein. Also ich bin erst, als ich so mit meiner Schule fertig wurde, als ich Abitur gemacht habe, da habe ich zum ersten Mal überlegt, Regisseur zu werden. Machst du lieber Kinderfilme als Filme für Erwachsene? Sowohl als auch. Also ich habe schon ein besonderes Faible für Kinderfilme, weil ich gerne mit Kindern arbeite und weil ich gerne für Kinder Geschichten erzähle. Aber ich mache auch gerne Erwachsenenfilme. Machst du gerne Filme über Kinder aus unterschiedlichen Kulturen, zum Beispiel aus Bayern wie in Tom und Hacke oder jetzt aus Vietnam? Ich finde es schon reizvoll, so über eine spezielle Kultur was zu erzählen. Aber das ist jetzt nicht so, bin da nicht gepachtet drauf sozusagen. Die Geschichte ist sehr realitätsnah. Ist das Drehbuch frei erfunden oder beruht es teilweise auf wahren Begebenheiten? Also die beiden Drehbuchautorinnen, die haben sehr viel recherchiert und haben auch wirklich solche Geschichten kennengelernt und daraus haben sie dann diese Geschichte entwickelt. Also da gibt es schon viel realen Hintergrund für diese Geschichte. Wo gibt's die beste Ente süß-sauer? Das habe ich selber noch nicht rausgekriegt. Also wir hatten schon einen, als wir in Halle gedreht haben, hatten wir einen tollen Vietnamesen, der sehr leckere Ente süß-sauer gemacht hat. Aber ob es die beste ist, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Warum habt ihr bei den Kochszenen im Asia-Imbiss Lotusblüte die Schnipsel und Anbratsgeräusche der Zutaten so in den Vordergrund gestellt, damit das Publikum Hunger bekommt? Ja, das war uns wichtig, dass man einfach auch so merkt, dieses Essen, was sie da machen, ist auch richtig lecker und dass der Zuschauer auch merkt, es ist mit Liebe gemacht, dieses Essen. Wie habt ihr die drei Hauptdarstellerinnen gefunden? Wir haben ein großes Casting veranstaltet. Und sehr viele Vietnamesen leben ja in Berlin und in Mitteldeutschland. Deswegen haben wir mit unserem Casting uns auf Berlin und Mitteldeutschland konzentriert. Wir haben dann über das Internet und über ganz viele Schulen eine Ausschreibung gemacht und auch über die Presse. Und dann haben sich ungefähr 400 Mädchen gemeldet, aber zunächst fast nur deutsche Mädchen. Und dann haben wir kapiert, wir müssen auch so Flyer auf Vietnamesisch drucken und wir müssen unsere Casting-Webseite auch auf Vietnamesisch übersetzen, damit die Eltern, die oft nicht so gut Deutsch sprechen von den vietnamesischen Kindern, damit die auch wissen, worum es überhaupt da geht bei dem Film und bei dem Casting. Und warum habt ihr euch genau für Lynn, Lisa und Linda entschieden? Die waren einfach die Begabtesten und haben toll auf die Rollen gepasst und deswegen haben wir uns für die entschieden. Welchem Charakter hast du als Kind am meisten geähnelt? Lynn, Teen oder Pauline? Ha, das ist eine gute Frage. Ich hatte wahrscheinlich von allen dreien ein bisschen was. Wolltest du einen Mädchenfilm machen? Das war eher so, dass die beiden Drehbuchautorinnen eben diese Idee hatten und ich die toll fand und deswegen sagte, okay, das will ich machen. Das war jetzt nicht sozusagen mein Plan, ich will jetzt einen Mädchenfilm machen, sondern eher die Geschichte kam zu mir.
Findest du, der Film ist auch für Jungs geeignet? Absolut. Sehr. Im Film gibt es ja in jeder Schule sehr unterschiedliche Kinder. Was ist deiner Meinung nach wichtig für ein gutes Miteinander-Auskommen? Naja, dass man sich sozusagen, dass man sich auch in die anderen Menschen reinversetzt. Und das ja auch erzählen wir in unserer Geschichte, dass es wichtig ist, die andere Seite zu verstehen, auch Menschen zu verstehen, die ganz anders sind, wie wir in ihrem Verhalten oder wie sie aussehen. Und dann kann sowas wie Freundschaft und gutes Zusammensein auch entstehen. Was macht deines Erachtens die Freundschaft der drei Mädchen aus? Ja, dass sie zusammenhalten, dass sie durch Pech und Schwefel gehen. Und da ist ja die Pauline, die am Anfang sozusagen eher so ätzend ist, hat ja da ganz tolle Eigenschaft, weil sie wirklich für ihre Freundinnen einsteht und sich für sie einsetzt. Warst du früher als Kind auch in einer Bande? Ja, wir hatten mehrere so Banden, wechselnde Banden. Über welchen Glückskeksspruch würdest du dich am meisten freuen? Da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Da müsste ich jetzt länger nachdenken, glaube ich. Glaubst du denn überhaupt an Glückskekssprüche? Naja, bei den Glückskeksen ist ja so, man denkt ja immer, diese Glückskekse, die wurden in China erfunden oder in Asien erfunden. Aber die Wahrheit ist, die Glückskekse gibt es in Asien gar nicht. Die wurden von den Asien-Restaurants in Deutschland erfunden. In Wirklichkeit gibt es in Deutschland, die größte Glückskeksfabrik ist in Deutschland. Also ich glaube natürlich, dass so Sprüche, bei den Sprüchen ist ja so, man liest da was und man legt das rein, was man gerne sozusagen drin lesen möchte, und das ist eigentlich der Gag an den Keksen. Hast du für den Film recherchiert, wie Vietnamesen in Deutschland leben? Warst du vielleicht extra für den Film in Vietnam? Genau, ihr habt ganz viel recherchiert. Ich hatte eine Recherchereise nach Vietnam. Wir haben ja auch dort Schauspieler gecastet. Also unsere drei erwachsenen Schauspieler kommen aus Vietnam. Die haben wir dort gecastet. Und ich habe auch ganz viel in Deutschland recherchiert. Das war am Anfang gar nicht so einfach, weil die Familien, die waren erst einmal sehr skeptisch, da kommt irgendwie so ein Deutscher. Also das war gar nicht so einfach, sozusagen so die erste Skepsis zu überwinden. Aber dann war das sehr herzlich und dann habe ich da auch sehr viel erfahren, wie es ist, für vietnamesische Familien in Deutschland zu leben. Gab es Szenen, bei denen ihr euch nicht ans Drehbuch gehalten habt? Also wir haben uns eigentlich weitgehend schon immer ans Drehbuch gehalten, aber manchmal gab es was, dass wir was dazu erfunden haben, eine Kleinigkeit, dass wir den Dialog ein bisschen geändert haben. Aber so im Großen und Ganzen haben wir uns schon sehr ans Buch gehalten. Gab es Pannen während der Dreharbeit? Also es gab zum Glück keine schlimmeren Pannen, so kleinere Pannen gibt es ja immer wieder, aber es ist nichts, was uns jetzt wirklich Probleme gemacht hat. Für welche Szene habt ihr am längsten gebraucht, bis sie im Kasten war? Eine der aufwendigsten Szenen war schon die Konfetti-Szene, wenn die beiden großen Mädchen für die kleine Schwester so zum Geburtstag einen großen Konfettireigen organisieren und dann aus den Hochhäusern in der Umgebung alle Bewohner Konfetti sozusagen runterwerfen. Das war sehr aufwendig. Da haben wir auch richtig viel technischen Aufwand betrieben, um das umsetzen zu können. Und wie habt ihr das umgesetzt? Naja, das war lustig, weil wir hatten natürlich keine Erfahrung, wie ist es mit Konfetti, wie damit zu drehen. Und dann habe ich den Leuten von der Ausstattung gesagt, naja, besorgt doch auf jeden Fall mal richtig viele Säcke Konfetti, damit uns die nicht ausgehen mittendrin. Dann haben die 20 Säcke Konfetti besorgt. Und dann die Kollegen von der Aufnahmeleitung haben dann schon Panik bekommen. Wir werden jetzt ganz Halle, also einen halben Meter mit Konfetti bedecken. Aber wir kamen dann doch mit 1,5 Säcken hin und wir haben dann so Gerüste aufgestellt. Und auf den Gerüsten standen dann mehrere Leute, mehrere Mitarbeiter und haben dann sozusagen Konfettis runtergeworfen, damit es nach viel aussah. Und ganz viele Konfettis haben wir hinterher dann am Computer noch digital eingefügt. Hast du noch einen Musikwunsch, den wir spielen sollen? Da bin ich jetzt, das kommt, nein, jetzt nicht, da dürfte ich was aussuchen. Vom Musikgenre vielleicht her? Irgendeinen deutschen, neueren Song, zum Beispiel Silbermond oder so irgendwas.
Könntest du zum Schluss unsere Hörer der Südpolschau auf 92,4 grüßen mit deinem Namen und deiner Aufgabe beim Film? Ja, kann ich gerne. Liebe Hörer der Südpolschau auf 92,4, ich bin der Norbert Lechner, ich bin Regisseur und ich grüße euch ganz herzlich. Danke für das Interview. Danke.